Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander Prophecy. Beim letzten Mal haben wir Maniacs Flügelmann gerettet. Kurzes Video, kurze Mission, war auch nicht sonderlich schwierig, aber das wird sich jetzt ändern, denn es ist tatsächlich so, dass wir uns schon mit großen Schritten dem Ende des Spiels nähern. Hier in Tilan Met entscheidet sich nämlich eine ganze Menge. Gibt es ganze 10 Einsätze, die wir fliegen müssen. Techniker Vollmar und Dietz, zur Brücke bitte. Ja, und das ist schon eine ordentliche Menge. Egal, gucken wir mal, was wir heute so zu tun haben. Die Einsatzleitung hat für uns neue Einsatzdaten zusammengestellt. Sehen wir sie uns an. Mit Hilfe eines Codeschlüssels ist es uns gelungen, wichtige Daten zu entschlüsseln. Feindliche Kräfte haben die piratische Sternenbasis bei Dula 7 eingenommen. Ein großer Teil der Flotte befindet sich zwischen der Midway und der Sternenbasis. Ein S-Werks wird intensivere Untersuchungen dieses Systems durchführen. Ihre Aufgabe ist die Eliminierung aller angetroffenen feindlichen Kräfte sowie die Eskorte des S-Werks. Wenn Sie Ihre Patrouille abgeschlossen haben, kehren Sie zu Midway zurück. Okay, kann losgehen. Wir haben nicht viel Zeit, also fangen Sie an. Sie können wegtreten. Und wieder im Panther. Und den fliegen wir auch noch eine ganze Weile. Das ist auf jeden Fall ein super Schiff. Ich mag den Panther wirklich. Man kann nur Race damit so schnell auseinandernehmen. Das ist echt lustig. Selbst Mantas nach den ersten paar Treffern, wenn erstmal die Schilde weg sind, sind die ruckzuck erledigt. Ah, nichts Besseres als eine ruhige, schöne Patrouille. Jo, sehe ich auch so. Voll ganz. Ich behalte mal die Imrex. Und auf geht's in die erste Zone. Mann, ist das hier heiß. Da ist der Manta, das ist mein erstes Ziel, so wie üblich. Verhindern, dass der Manta den S-Wax abschließt. Die Morays sind nicht so gefährlich, aber die Mantas müssen aufpassen bei ihnen. Brechen Sie Ihren jetzigen Einsatz ab und fliegen Sie zu Nacht 2. Ihre neue Karte bekommen Sie sofort. Finden und verteidigen Sie um jeden Preis das S-Wax und dann eskortieren Sie das S-Wax zur Midway über Nacht 3. Ja, mach ich gerne, aber ich möchte gerade mal eben ein paar Gegner abschießen, weil ich gerade unter Beschuss bin. Und dann werde ich gerne dem S-Wax helfen. Es gibt keine Ausgänge. So. Auch schon zerstört. Nehmen wir uns mal diesen hier vor. Das sieht ja alles so gut aus. Wie seht ihr denn? Der nächste ist weg. Und jetzt ist wieder hier. Bumm. Zack. Zack. Na komm schon. Bumm. Und nochmal. Und weg ist er. Nächster. Und letzter. Und weg. Blick. So, jetzt geht's los, das S-Wax beschützen, aber mit den ganzen Panthers, die wir hier haben, ist das nicht das Thema. Lock. Gut, dass Sie da sind. Wo sind die Stingrays? Da ist Stingrays. Den zuerst. Wegen der Kiste mit der Plasma-Geschichte, wisst ihr ja. Die tüdeln sich nämlich gerade zusammen, die Jungs. Du spielst aber nicht. Und das müssen wir gleich mal eben verhindern. Na komm schon. Ah, oh, ist das denn widerstandsfähig? So, der ist weg. Jetzt werde ich mich um die Mantas kümmern. Denn Stingrays alleine sind keine große Gefahr. Oh, Rakete hinterher hier. Und was schön ist, gleich noch eine. Zack, die ist erledigt. Jetzt holen wir uns einen kleinen Stingray hier. So, schön mit dem Panther ist das ja alles. Seht ihr, weg. Zack. Jetzt haben wir noch einen Moray hier. Das ist ja alles nicht so was großes Problem jetzt. Übrigens fällt mir das Ziel hier in diesem Spiel wesentlich leichter als in Wing Commander 3. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon bemerkt. Die Schiffe fliegen sich einfach etwas angenehmer. Für eine Maussteuerung jedenfalls. So, und der letzte Moray.
Ray. Und dann ist das Thema auch durch. So, weg ist er. Ja, das war jetzt nicht so umwerfend schwer. Fliegen wir mal in die nächste Zone weiter und gucken mal, was wir da zu tun haben. Wir müssen jetzt das S-Wax zum Midway eskortieren. Die sind hier irgendwo. Darauf kannst du wetten. Hier ist erstmal nichts. Ach Mist, auf dem Weg zum Midway werden wir doch glatt nochmal abgefangen. Hier dürfen wir auch ruhig mal Raketen rausholen, dass das Zeug hält. Gerade bei den Mantas. Und auf den Morays, auch schön Raketen raus hier. So, bleib ruhig, weg. Meine Freunde. Oh, das ist noch ein Mentor. Den muss ich unbedingt sofort erst dann abschießen. Bein gleich mit meinem Hand reingedrückt. So, jetzt wegzuholzen mal eben schnell. Weg ist er. Target. Nächste. Da ist der nächste. Finger weg von dem S-Rex, das brauchen wir noch. Na komm schon. Juhu! Mr. Hässlich! Mr. Hässlich, genau. Und boom! Headshot. Ups, einer ist noch da. Na komm schon. Geht doch. Das sollte es gewesen sein mit dieser Mission. Übrigens muss ich das auch mehrmals probieren, weil mir das S-Wax zweimal hier zerschossen worden ist und einmal bin ich zerstört worden. Ich weiß nicht, was ich mir da im Moment zusammenfliege. Auf jeden Fall ist es grottenschlecht. Und mein Probelauf bin ich bequem, super bequem hier durchmarschiert. Tata! Naja. Ein großer Erfolg für die Konföderation. Hier ist Casey. Ich komme nach Hause. Gut geflogen, Lieutenant. Sie können landen. Jo. Gut gemacht. Der Iceman wäre stolz auf Sie. Tja, ich glaube, ich habe nur 95% bekommen. Schauen wir mal, ne? 59%? Achso, ja, übrigens ist das sowieso ein Bug im Spiel. Du kannst hier nicht mehr als 67% bekommen, völlig egal, was du tust. Naja, ist ja auch egal. Beenden. So, und wir haben schon wieder keine Gespräche. Gucken wir nochmal kurz aufs Killboard. 100... Ah, Maniac! Verdammt nochmal! Ich krieg den schon noch vom Ende. So ein Mist aber auch. Aber gut, wie dem auch sei. Auch dieser Part ist mal wieder vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander Prophecy.